So, wir beginnen mit dem Aufwärmen. Stelle dich circa hüftbreit auf. Guck mal, dass deine Zehen ungefähr auf einer Linie stehen. Als nächstes, deine Knie sind leicht gebeugt. Dein Bauchnabel zieht leicht nach innen. Dein Becken ist, wie besprochen, in der Neutralhaltung. Deine Schultern ziehen nach hinten unten und dein Kopf ist nach hinten gezogen. Wir beginnen. Langsam verlagere das Gewicht auf links und auf rechts. Ziehe dabei deine Ferse ganz weit nach oben. Tippe nur mit deinem dicken Zeh auf den Boden auf. Wippe jetzt immer großzügiger nach unten. Ganz locker Gewicht verlagern. Dabei behalte deinen Beckenboden unter Spannung. Wir werden wieder kleiner, komme wieder in die Mitte, pendel dich ein und mache jetzt das Ganze nur noch ganz bewusst aus einem Bein, bis du deine Wade spürst. Jedes Mal beim Aufsetzen drücke deine Ferse in den Fußboden. Und auch hier werden wir wieder kleiner. Und jetzt halte. Und mache das Ganze mal jetzt wirklich nur noch aus deiner Wade. Ganz bewusst, bis du deine Wade spürst. Drücke immer wieder fest deinen gesamten Fuß auf die Matte. Die letzten 4, 3, 2 und der letzte. Und jetzt machen wir das Ganze mal beidbeinig. Geh nach oben, setze auf. Oben, setze auf. Ich drehe mich nur mal. Achte darauf, dass du hier deinen Bauchnabel reinziehst. Wie man bei der Steffi gut sieht, dass dein Kind mit so einem Anker die Bauchdecke zu sich zieht. Die letzten 4, 3, 2 noch und der letzte. Komme jetzt ganz locker nochmal großzügig in die Side-to-Side und nehme deine Schultern mit. Atme gleichmäßig durch die Nase ein, durch deinen Mund aus. Die letzten 8, 7, 6, 4, 3, 2 und werde jetzt mal größer von den Armen. Letzten 4 beidseitig, 3, 2 und wir wechseln mal mit einem Arm ganz weit zurück. Auch hier noch 4, 3, 2 und werde wieder kleiner. Tippe nur noch auf, wenn du Stabilität möchtest, stütz die Hände auf den Hüftknochen. Und tippe nur noch auf. Und jetzt üben wir mal ein bisschen Balance. Das heißt, du hebst deine Beine. Halte sie auch immer kurz in die Luft, sodass du dein Standbein spürst.